Verzweiflung und teils auch Resignation. Ja, die heimische Gastronomie hat vielfach wenig Freude mit den aktuellen Corona-Maßnahmen, etwa der Schanigartenöffnung per Ende März. Das ist eben vielen nach wie vor viel zu wenig. Ja, und von der Hotellerie ganz zu schweigen. Zur aktuellen Situation und zur Perspektive im Sommer bei uns jetzt die zuständige Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist ein Schlag in die Magengrube. Das sagt nicht irgendwer, sondern Wirtschaftskammer-Spartenobmann Mario Pulka. Er ist für die Gastronomie in Österreich zuständig. Und ich sage jetzt einmal, als Wirtschaftskämmerer ja nicht ganz weit weg von der ÖVP. Und der sagt, es ist ein Schlag in die Magengrube. Das ist jetzt ein Zitat, das stellvertretend für so manch andere steht. Begeisterung sieht anders aus. Die Situation ist nach wie vor, dass wir in einer Pandemie sind, dass die Zahlen steigen, aber ich verstehe wirklich auch die Frust und den Frust und auch zum Teil die Resignation, die in der Branche vorherrscht. Wir sind fast ein Jahr mittlerweile in der Ausnahmesituation der Corona-Krise. Speziell Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungen, Kongresse, Messen, all das kann jetzt stattfinden. Und das ist vor allem eben auch für unsere Wirten wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Also vollstes Verständnis auch, dass jeder wieder aufmachen möchte, dass man wieder das tut, was man am besten kann. Und das ist einfach Gäste bewirten, für Gastlichkeit sorgen. Jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Phase. Wir müssen einfach die Zähne nochmal zusammenbeißen, über diese Zeit tauchen, bis wir genug Impfungen haben, dass mit den Eintrittstests funktioniert. Und bis Sommer hin wird es auf jeden Fall auch wieder Normalität geben. Weil Sie ja gesagt haben, mit den Eintrittstests, es wird ja allerorts kontrolliertes Treffen eingefordert. Sozusagen als kleines Ventil sind jetzt die Schanigarten eben geöffnet. Aber innen geht nichts. Und auch nur dort, wo Schanigärten überhaupt vorhanden sind. Das heißt, all jene, die sich trotzdem treffen, und leider, man muss es sagen, das passiert halt allenthalben. Die treffen sich jetzt weiterhin ungetestet im illegalen Bereich. War das wirklich gescheit? Wir haben schon im Herbst gesehen, dass die Infektionen, die steigenden Infektionszahlen nicht von der Gastronomie und Tourismus ausgehend sind, sondern eben von den persönlichen Treffen. Da haben wir zum Teil relativ eingeschränkte Handhabe. Mhm. Wir versuchen ja auch jetzt diese Öffnungsschritte mit körpernahen Dienstleistungen, also dass man mit einem Friseur besuchen darf oder eben auch das Öffnen der Schulen in Kombination mit diesen Eintrittstests zu machen. Das hat jetzt in den ersten Wochen ganz gut funktioniert. Wir testen mittlerweile 2,5 Millionen Mal die Woche. Das ist Test-Weltmeister, wenn man so haben will. Und das bringt uns schon Stück für Stück wieder Normalität zurück. Wenn man beispielsweise nach Deutschland schaut, da wird jetzt eben über Schulöffnungen diskutiert. Wir sind da schon auch immer schneller dran, weil wir uns im Vorfeld schon überlegen, was wäre überhaupt eine Möglichkeit. Und zur Frage der Gastgärten und der Schanigärten, das war ja durchaus auch eine ganz große Forderung der Wirtschaftskammer, die auch sehr nachvollziehbar ist. Das Wetter wird jetzt wieder schöner, die Leute sehnen sich draußen irgendwo zu sein. Und wir haben ja in den letzten Wochen sehr intensiv mit den Expertinnen und Experten diskutiert. Jeder sagt, draußen ist besser als drinnen. Die Tests sind ja auch immer eine Momentaufnahme und ein Versuch unsererseits, zumindest wieder einen Teil gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. Und damit wollen wir auf der einen Seite etwas Erleichterung schaffen und auf der anderen Seite halt dem einen und anderen Gastronom halt durchaus eben auch die Möglichkeit zum Wirtschaften geben. Zu den Schanigärten kommen wir gleich, aber bleiben wir noch bei dem, was Sie ja sehr zutreffend beschrieben haben. Bei den Friseuren funktioniert das, in den Schulen funktioniert es grundsätzlich. Es wäre ja denkbar gewesen, dass gegen ein Entgelt von 1-2 Euro direkt beim Eintritt, und die Wirten wollten das ja auch, ein Wohnzimmertest, aber quasi kontrolliert abgegeben wird. Und dann wären die Menschen, die jetzt gerade negativ sind, einfach in den Innenraum gegangen. Jetzt dürfen sie das nicht, treffen sich ungetestet und ich kann mir nicht vorstellen, dass es die bessere Alternative ist. Ja, auch das Treffen ungetestet ist ja nicht ratsam, beziehungsweise ist ja auch eingeschränkt. Wir haben Ausgangsbeschränkungen nach wie vor. Ja, und das schlägt sich auch in den Infektionszahlen nieder. Was man nicht unterschätzen darf, wenn man jetzt öffnet und sagt, das ist die normale Situation wiederhergestellt, kommt zu dem, dass wir jetzt wachsende Zahlen haben, dann eigentlich noch dazu, dass das gesamte gesellschaftliche Leben wieder den Lauf nimmt. Und das schaffen wir nicht über die nächsten Wochen. Das heißt, wenn wir wieder bei Infektionszahlen von 6.000, 7.000, 8.000 sind, gehen wir in den nächsten Lockdown. Natürlich. Und ich glaube, wir alle wissen um die betriebswirtschaftliche Situation, speziell der Gastronomie, von der Hotellerie noch gar nicht zu sprechen.
ein nochmaliges Zusperren würden unsere Betriebe nicht überstehen. Mhm. Und deswegen müssen wir vor allem eben auch das ausschließen können. Und zu Ihrer ersten Frage bezüglich der Eintrittstests. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem negativen Antigentest mit FFP2-Maske einmal im Monat zum Friseur gehe oder mit dieser Momentaufnahme ins Gasthaus, wo ich ja nicht alleine mit Maske sitze, sondern dann eben auch wieder in einer Gruppe, das vielleicht dann sogar dreimal am Tag, das macht einen Unterschied zur Situation beim Friseur. Mhm. Und deswegen sind wir hier auch noch etwas vorsichtiger. Im Außenbereich ist es verantwortbar. Oswald Wagner war ja auch bei der Pressekonferenz am Montag dabei, hat das auch sehr anschaulich erklärt, warum das vertretbar ist, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Aber wir dürfen jetzt nichts riskieren. Wir öffnen in einer Phase, wo wir beispielsweise in Wien, Niederösterreich, Burgenland fast eine 7-Tages-Inzidenz von 200 haben. Ja. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir zurzeit so intensiv testen. Aber wenn dann halt eben auch wieder vermehrt Treffen hinzukommen, birgt es die Gefahr in sich, dass wir wieder zusperren wollen. Und wie gesagt, dieses Risiko dürfen wir auch unseren Betrieben nicht aussetzen. Kommen wir also zu den Schanigärten. Wien ist ja da teils weltbekannt dafür und selbst in Wien, und das ist schon interessant, ich habe mir die Zahlen jetzt angesehen, sind nur rund 40% der Betriebe mit einem Schanigarten ausgestattet. Jetzt geschweige denn, dass manche sogar nur sehr klein sind, durchaus auch bei sehr renommierten Betrieben. Das sind einfach Indoor-Betriebe, wo man halt auch unter anderem draußen sitzen kann. 60% haben überhaupt keinen Schanigarten und von den 40, die einen haben, sagen mindestens die Hälfte, es rechnet sich einfach nicht. Bleibt ja in Wirklichkeit nur die Hälfte von 40%, sprich 20% über. Das ist jeder Fünfte, der dann aufsperrt. Ist das sozusagen das Maximum, was jetzt erreichbar war? Ja, zum einen einmal begrüße ich wirklich die Initiative auch der Stadt Wien zu sagen, es werden jetzt öffentliche Flächen gesucht, wo man dann die Möglichkeit auch anbietet, dass Gastronomen das in Anspruch nehmen und halt zusätzlich auch beispielsweise bewirten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit und ein guter Weg. Da würde ich mich sehr freuen, wenn auch andere Länder, Städte, Gemeinden dem Beispiel folgen. Die Stadt Graz hat ja schon im letzten Jahr auch damit begonnen, vor allem auch mit einer Gebührenbefreiung. Weil wichtig ist, dass dann halt beispielsweise die Wirten, die Gastronomen nichts für diesen Platz zahlen müssen, sondern dass das wirklich auch als eine Unterstützung gesehen wird. Also ich glaube, da kann man zusätzlich auch Platz schaffen. Und zur Frage der Wirtschaftlichkeit, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Wir haben für die Zeit jetzt auch weiter die Kurzarbeit verlängert. Das heißt, es ist möglich, mit 0% die Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Es gibt die Mehrwertsteuersenkung von 20% auf 5%. Das heißt, de facto bleibt dem Wirten das, was er einnimmt. Da gibt es schon sehr viel auch an Unterstützung. Es läuft der Ausfallbonus weiter, der Verlustersatz. Also auch wenn ich aufsperre, so wie jetzt mit Takeaway, wo es ja auch sehr viele Wirten nutzen, dann bleibt es wirklich auch beim Betrieb. Also das, was man in einer normalen Situation hat, dass man fast 50% dann auch an den Staat abliefert, das ist jetzt nicht so und das soll durchaus auch ein Anreiz für die Wirten sein. Das attestieren auch wirklich viele, wenn man sich umhört, dass sich da sehr vieles zum Guten geändert hat, auch im internationalen Vergleich, aber auch was die sozusagen Zahlungsgeschwindigkeit betrifft. Weil Sie das ansprechen, wir sind tatsächlich in Österreich die Nummer eins bei den Wirtschaftshilfen in ganz Europa. Und ich habe sehr viel Austausch auch mit meinen Kollegen aus Deutschland, aus Italien. Ich habe gestern ein langes Gespräch mit dem Erich Falkensteiner von der Falkensteiner Gruppe gehabt. Und der sagt, in Österreich sind einfach die Wirtschaftshilfen so, dass man drüber kommt. Es ist eine extrem schwierige Situation für die Wirtschaft, für jeden einzelnen Betrieb, für den Wirten, für den Hotelier, aber auch für uns in der Politik. Ich bin die Erste, die sofort gern aufsperren würde. Es wird der schönste Tag sein, wenn wir genügend geimpft haben, wenn wir einfach sagen können, wir haben die Pandemie überwunden, wir werden nie mehr wieder in einen Lockdown gehen müssen. Aber es ist jetzt einfach noch zu früh. Wir sind jetzt Anfang März. Der Kanzler hat den Vergleich der Ketchupflasche gebracht. Impfungen sind am Weg und das ist auch die gute Nachricht. Wir haben jetzt ein extrem schwieriges Jahr hinter uns. Es hilft uns überhaupt nicht, wenn wir jetzt die Nerven wegschmeißen und auf den letzten Metern eigentlich das verspielen, was wir jetzt geschafft haben, weil, und das sage ich schon als Tourismusministerin, wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Zahlen im Griff zu haben, dann droht uns, dass im Sommer die Grenzen gegenüber Deutschland nicht aufgehen. Aber nicht aus unserer Entscheidung, sondern weil die deutsche Bundesregierung sagt, Deutsche dürfen nicht nach Österreich. Und dann ist der wirtschaftliche Schaden um ein Vielfaches größer. Ist ein ganz großes Thema, zu dem kommen wir noch. Abschließend noch, jetzt was die Gastronomie betrifft, zum Beispiel auch in Wien, die ist sehr stark getroffen, insbesondere deswegen auch, weil die Stadthotellerie nicht die Touristen liefert, die notwendig wäre, insbesondere in den innenstädtischen Bereichen. Peter Topczak, der Obmann der Wiener Gastro, sagt,
20 bis 25% der Wirten werden nie mehr wieder aufsperren. Das klingt schon ziemlich bedrohlich. Sie sagen zu Recht, die österreichischen Hilfen sind im internationalen Vergleich gut. Das sind sie tatsächlich. Und trotzdem wird bis zu einem Viertel der Wirten für immer geschlossen halten. Das ist ein Drama eigentlich. Ja, es ist eine sehr schwierige Situation, weil vor allem die Stadtgastronomie, die Stadthotellerie überproportional betroffen ist. Da war auch im Sommer das Geschäft sehr schleppend. Da hat die Ferienhotellerie ein bisschen eine bessere Situation gehabt, weil jeder hat sich gefreut, wie er aufs Landrathaus fahren können an den Seen. War durchaus eben auch betriebswirtschaftlich zu wirtschaften, trotz einer Pandemie. Wir unterstützen da wirklich auch mit speziellen Paketen, also der Fixkostenzuschuss, wo mittlerweile ein Unternehmerlohn auch beinhaltet ist. Die Kurzarbeit, und wir sind auch jetzt in Gesprächen und überlegen, was wir vielleicht auch noch zusätzlich machen können. Aber, und das ist schon das Entscheidende, wir versuchen jeden einzelnen Betrieb auch über diese Zeit und durch diese Krise zu bringen, weil den Wirten trifft der keine Schuld. Also die Pandemie ist ja weltweit eigentlich über uns alle hereingebrochen, und jetzt gilt es halt auch von Seiten der Politik, Gesundheit und Wirtschaft gleichermaßen im Auge zu behalten. Und weil da viel Verwirrung geherrscht hat, es verhindert staatliche Hilfen nicht, wenn man öffnet, aber gewisse Umsatzgrenzen nicht überschreitet. Dann fließen die Hilfen weiter. Weil viele sagen ja, das wird so wenig Geschäft und dann kriege ich Förderungen auch nicht mehr. Das Beste lasse ich überhaupt zu. Man kann das also durchaus mischen. Genau. Der Ausfallbonus, das ist ja jetzt auch das Modell, das nicht nur die Wirten und die Hoteliers, die geschlossen sind, betrifft, sondern auch die ganze Zulieferbranchen. Brauereien sind beispielsweise sehr betroffen. Wir haben auch eigene Entschädigungssysteme für den Weinbau geschaffen. Also unsere Winzer sitzen auf riesen Lagerbeständen aufgrund der Schließung der Gastronomie und der Hotellerie. Und der Ausfallbonus bietet ein Modell für alle, die einen Umsatzrückgang haben. Wenn der bei 40% liegt, dann kann ich eben diesen Ausfallbonus in Anspruch nehmen. Und das Gute daran ist, dass der halt auch sehr schnell aufs Konto fließt, weil das, worum es jetzt eigentlich geht, ist, die Liquidität bei den Betrieben sicherzustellen. Mhm. Wir müssen sie einfach jetzt durch diese Zeit bringen. Viele, vor allem in der Hotellerie, haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit, leisten da eben auch die Löhne im Voraus, bekommen das dann zwar vom Arbeitsmarktservice erstattet, aber diese Zeit gilt es zu überbrücken. Und das ist das Problem, und damit kommen wir jetzt konkreter zur Hotellerie, dass viele Betriebe ihren Mitarbeitern zwar eine Bezahlung bieten können, aber die Perspektive nicht so wirklich da ist. Also die lassen sich dann teils umschulen, manchmal in Bereiche, wo man das eh gerne hätte, zum Beispiel in den Pflegebereich. Manchmal sind die oft quasi ohne Perspektive und sitzen verwirrt, bekommen zwar bezahlt, das ist okay und das ist doch durchaus lobenswert, aber die Perspektive fehlt. Jetzt gab es keine konkrete Zusage, was die Hotellerie betrifft. Das hat schon sehr viele sehr überrascht. Man könnte ja dort auch sagen, jeden Tag aufs Neue müsste man in der Früh zum Beispiel einen Test machen, der sogar vielleicht beglaubigt ist. Man könnte es ja versuchen. Das wurde aber nicht jetzt sozusagen am Montag veröffentlicht. Da gab es überhaupt kein Datum, wann es aufgeht. Mhm. Und die Hotellerie sagt, die Mitarbeiter laufen ihnen weg. Mhm. Wie groß ist die Gefahr, dass da wirklich ein derartig nicht mehr wieder gut zu machender Schaden bleibt? Mhm. Ja, zum einen, die Frage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treibt uns enorm um. Mhm. Also das Jahr 2021 steht klar unter dem Zeichen des Arbeitsmarktes. Mhm. Wir sind da in intensiven Gesprächen mit dem Arbeitsminister Kocher und haben schon einiges an Überlegungen, wie wir speziell den touristischen Arbeitsmarkt auch unterstützen können. Wir haben sehr viele Programme jetzt aufgelegt, die Mitarbeiter zusätzlich zu qualifizieren. In der Gastro, im Tourismus machen beispielsweise Fremdsprachenerwerb Sinn, Digitalisierung ganz, ganz ein wichtiger Bereich. Das funktioniert schon so ganz gut. Aber natürlich ist es auch für die Mitarbeiter eine sehr belastende Situation, wenn sie jetzt ein Jahr fast keine Arbeit haben. Und viele wollen ja auch wieder arbeiten gehen, haben die Zeit zu Hause auf der Couch auch satt und suchen sich halt jetzt eben etwas anderes. Da gilt es für uns auch zu überlegen, wie können wir den Tourismus als Arbeitsbranche, als Arbeitsmarkt auch attraktivieren. Da sind wir dabei. Und die zweite Frage der Öffnung. Wir müssen auf die Infektionszahlen schauen, das ist das eine. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das auswirkt. Vorarlberg kann ja durchaus mit gutem Beispiel auch vorangehen. Auch dort wird die Hotellerie geschlossen bleiben, das hat der Landeshauptmann Wallner schon angekündigt. Weil das Problem ist ja nicht das Einchecken, nicht einmal der Test, weil das ist relativ einfach vorzulegen, aber die Mobilität, auch wieder innerhalb Österreichs. Und dazu, und die Diskussion haben wir ja im Herbst auch schon gesehen, haben wir in Österreich ein Problem, weil Tourismus funktioniert nur mit Gästen. Und solange die Grenzen geschlossen sind, zu allen anderen Nachbarstaaten der Europäischen Union,
Region und vor allem Deutschland, wo unser Hauptherkunftsmarkt da ist, hilft es mir nichts, ein Hotel aufzusperren, wenn dann quasi auch niemand kommt. Und da muss ich auch, so leid es mir tut und so weh es mir tut, um Verständnis werben, dass wir jetzt noch diese Zeit überbrücken müssen und Richtung Sommer wirklich eine Perspektive haben werden. Und da ist für uns ganz entscheidend auch der digitale grüne Pass, der dann auch wieder Reisefreiheit ermöglichen soll. Das heißt, das große Ziel ist, die Zahlen österreichweit so runterzubekommen, damit wir von der roten Liste sinngemäß anderer Länder, zum Beispiel von Deutschland, wegkommen, damit überhaupt genügend Gäste kommen und nicht innerösterreichisch jetzt möglicherweise ein Infektionsgeschehen zu treiben mit eh zu wenig Gästen, die nur aus dem Inland kommen. Das reine Schauen auf die Infektionszahlen ist eh zu wenig. Das machen wir auch nicht mehr. Wir schauen genauso die Lage im Gesundheitssystem an, Intensivbettenbelegung, wie viele Personen sind schon geimpft, vor allem die Risikogruppe und eben auch die Tests, die ganz eine wichtige Überbrückung sind, bis wir wieder zur normalen Situation auch kommen. Blicken wir auf den Sommer. Jetzt ist ja die typische Hauptbuchungszeit. Sehr viel Verunsicherung ist da. Man kennt das aus dem letzten Jahr. Dann hat man gebucht, musste vielleicht sogar Anzahlungen leisten. Die sind schleppend, bis teils gar nicht zurückgekommen. Dann eben doch, aber Monate zu spät. Würden Sie jetzt einen Sommerurlaub buchen in Österreich? Ich werde auf jeden Fall meinen Urlaub wieder in Österreich verbringen, weil ich habe nämlich denselben Effekt gehabt wie viele andere Österreicherinnen und Österreicher auch. Die haben sich wieder neu auch ins eigene Land verliebt. Ja. In den letzten Jahren hat man ja sehr oft das Meer gesucht, was auch wieder kommen wird. Aber meine Empfehlung ist auch fürs heurige Jahr Urlaub in Österreich. Der wird sicher sein und der wird vor allem auch stattfinden können. Wir tun aber alles auch wieder in Richtung Reisefreiheit zu kommen. Da ist der digitale grüne Pass wirklich eine sehr gute Möglichkeit. Dort wird drinnen stehen, bin ich geimpft? Hatte ich vielleicht eine Corona-Erkrankung und damit Antikörper? Oder habe ich einen negativen Corona-Test mit mir? Damit soll möglich sein, beispielsweise auch für Österreicher dann ins EU-Ausland zu reisen, beziehungsweise vor allem eben auch für Touristen wieder nach Österreich zu kommen. Muss erst einmal sozusagen ein Durchbruch kommen. Das ist jetzt eine Initiative, unter anderem durch Österreich auch initiiert, aber das ist ja noch nicht Gesetzeslage. Genau, aber die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat auch schon gesagt, dass es Mitte März schon einen Vorschlag geben soll, wie das funktionieren soll. Mhm. Ich habe am Montag Sitzung der EU-Tourismusminister gehabt und da ist unser Vorschlag wirklich auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass uns da eine Umsetzung dann wirklich auch mit allen bis zum Sommer gelingt, weil unser Ziel muss einfach sein und da werden wir alles dafür tun, zur Normalität wieder zurückzukehren und vor allem die Grenzen wieder aufzumachen. Grenzen hoch, das ist sozusagen das Ziel jetzt all dieser Initiativen. Deswegen ich jetzt ein eher verhaltenes Halten bei Hotelöffnungen und auch bei der Gastro, damit das mittelfristige Ziel einer Grenzöffnung sozusagen nicht konterkariert wird. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn die deutsche Bundesregierung entscheidet, die Grenzen zu Österreich bleiben zu. Mhm. Deutsche dürfen nicht nach Österreich kommen. Mhm. Das wäre ein enormer Schaden über den Sommer für unsere Tourismuswirtschaft, für unsere Betriebe, für die Hoteliers, für die 40.000 Privatzimmervermieter. Wir haben ja ganz viele sehr kleine Betriebe, die eben auch von den europäischen Touristen vornehmlich auch leben. Und da müssen wir jetzt alles dafür tun. Und ich bitte wirklich auch um Verständnis dafür. Es fällt uns alles andere als leicht. Wir überlegen Tag und Nacht, was wir tun können. Test-Weltmeister und eben auch bei den Wirtschaftshilfen. Wir versuchen wirklich, alle Bereiche bestmöglich zu unterstützen. Das Test-Weltmeister, sozusagen der Titel wird uns durchaus auch von Deutschland zugestanden. Da gibt es sehr viel Respekt. Auf der anderen Seite wird eher mit dem Finger auf uns gezeigt, was die Inzidenzen betrifft. In Deutschland gibt es ganz andere Werte. Man strebt 50 an, liegt in diesem Bereich auch in etwa. Wir sind im Moment doch deutlich schlechter. Ganz zum Schluss, ganz kurz, wann glauben Sie, müsste es soweit sein, dass Deutschland sagt, okay, jetzt geht es wieder nach Österreich. Wo müsste da der österreichische Wert liegen? Ist 100, was im Raum steht, so ein Wert oder muss es doch deutlich darunter sein? Also je früher, desto besser. Nur noch einmal, es wird dann nicht mehr nur um die Inzidenz gehen, sondern wie viele Personen sind bereits geimpft und wie viele hatten schon eine Corona-Erkrankung. Rein nur das Schielen auf die Infektionszahlen wird zu wenig sein und vor allem eben auch das Gesundheitssystem und die Auslastung ist da eine wichtige Komponente. Und ich merke schon auch in vielen Gesprächen mit Hoteliers beispielsweise in Deutschland, da wird schon intensiv nach Österreich geschaut und die sagen, wow, wir hätten auch schon vor 3 Monaten anfangen sollen, unsere Teststrategie zu überlegen, weil das wird ja unser Weg sein. Es ist jetzt nur noch zu früh zu öffnen, weil dann wäre die Gefahr, dass wir in einen nochmaligen Lockdown gehen, einfach zu groß. Und dieses Risiko können wir für die Betriebe so einfach auch nicht nehmen.
Sicher kein leichter Job aktuell, Frau Bundesminister. Danke für Ihre Zeit und dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ein schrittweises Öffnen in der Gastronomie, zumindest jetzt einmal, was die Schanigärten betrifft. Zumindest steht das im Raum ab 27. März. Wie es weitergeht, werden wohl die weiteren Infektionszahlen zeigen. Wir bleiben natürlich dran bei diesem extrem sensiblen Thema. Buchen Sie Ihren Urlaub, wenn überhaupt, dann in Österreich. Alles Weitere wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Alles Liebe, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.